Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei den Tagesthemen. Und ein wunderschönes Hallo an unsere zwei Gäste, die wir heute haben. Wir begrüßen nämlich heute Nordic by Travel. Hallo Nordic by Travel. Hallo, wo befinden Sie sich momentan? Hallo meine Lieben. Ja, wir befinden uns noch auf dem Parkplatz von Südsee Camp. Und stehen hier einfach so ein bisschen darum und Na? beantworten die wunderbaren Fragen von Genau. euch. Das klingt ja alles sehr höchst interessant. Wie verbrachten Sie denn Ihre Zeit? Dürfen wir das erfahren? Ja, natürlich dürft ihr die Frage stellen. Die meiste Zeit waren wir sozusagen drinnen im Wohnwagen, weil es andauernd geregnet hat. Ja, war eigentlich wirklich nur Dauerregen. Ja, Ja. also wir sind auch spazieren gegangen und haben auch gut gegessen, aber eigentlich konnte man nicht so viel unternehmen aufgrund des Wetters. Genau. So ist das Problem. Ah, genau, das wäre unsere nächste Frage. Wie war das Wetter? Ja, das Wetter. Ja, also es war, also einen Tag hatten wir mal wirklich, ja, nicht Sturm oder so, aber es war schon mit Blitzen und Regen und ja, Das ist das Video, was ihr euch auch angucken könnt, genau, weil wir das auch gefilmt haben, auf jeden ja, Fall. also es war wirklich bis heute nur Dauerregen. Also jetzt kommt langsam ein bisschen die Sonne raus, Ja, es soll aber. sich auflockern, aber es war eigentlich Ja. nur regnerisch. Aber wir haben die Zeit genossen. Doch wirklich. Wir haben, auch wenn wir mal im Wohnwagen saßen, fest saßen, Das Beste ja, draus gemacht. Mikado spielen. Zum Fantastisch, Beispiel. ne? Na, das klingt ja nicht sehr berauschend. Da können ja die nächsten Tage ja nur besser sein. Wir hoffen das Beste für euch. Jetzt kommen wir natürlich zu der besten Frage und der interessantesten. Was ist denn Ihr nächstes Ziel? Dürfen wir das erfahren? Ja, natürlich. Campingpark. Südheide. Und da fahren wir jetzt hin. Wir fahren runter. Ist eine halbe Stunde entfernt von diesem Campingplatz jetzt, vom Genau. Südsee. Und nicht weit von Celle, die wir uns auch irgendwann mal angucken werden. Und da sind wir, also darauf freuen wir uns Genau. tierisch. Dann wünschen wir Ihnen viel Spaß. Auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für das kleine Interview. Und Danke für Sie da auch. draußen, liebe Zuschauer, Tschüss. nicht vergessen. gucken und vor allen Dingen abonnieren. Und wenn es Ihnen gefallen hat, was wir heute berichtet haben, gleich ein Like da lassen. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Vielen Dank. Wir verabschieden uns. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, hallo meine Lieben. Noch 500 Meter, aber wir wollten euch noch mal zeigen, Wie es hier so aussieht, genau, auch wie das der Weg ist oder so. Es ist langsam sehr fahren. schmal, also da müsst ihr vorsichtig sein. Genau. Ja, es gibt ja noch ein paar Buchten hier, kann man da, ne? Aber Ja, ganz langsam hier langsam reinfahren. fahren und vor allem den Gegenverkehr kann natürlich auch sein. Genau, also das sieht man schon hier auf der rechten Seite, auf der linken auch hier so ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich habe auch schon engere Gassen erlebt, ey. Ja. Bergauf, bergunter, Tüdelüt. Ja, da war das schon. Also ich kenne das von Limburg an der Lahn. Da war das, glaube ich. Ja, das war, da musstest du gucken, weil das war auch berghoch, Ja. sozusagen. Wenn du da Ja, aber eine. doch, es ist doch schon ein bisschen breiter, das sieht man schon. Jetzt geht's ein bisschen breiter. Oh, da kommt schon einer. Wunderbar. Oh, da ist es schon. Und wir sind da. So, das ist die Einfahrt. Wir sind auch ein bisschen viel zu früh auch da. Ich Genau. denke mal, wir dürfen irgendwo. Uns Die hinstellen. Frage ist. Ich würde mich. Pferdepension. Ich Ich glaube würde da. sonst hier stehen bleiben und dann Rezeption Ich fragen. glaube. Bleib sonst hier stehen. Ich mache einfach mal den hier. Genau. Ach, da kann man auch. Aber ja. Bleib einfach stehen. Wir fragen nach. Am besten ist, bevor man irgendwo stehen bleibt, wo man nicht darf, nachfragen. Sonst macht Genau. man sich unbeliebt. Ja. Bis gleich. Ciao. Wir können schon So. auf den Platz. Deswegen meine ich immer schön nachfragen, Genau. höflich sein. Hier kommt man auch wunderbar auch raus, wenn
wenn ihr auch falsch stehen würdet oder so. Gibt es ein kleines Rondell hier? Ja. Und das finde ich super. Da kommt man richtig gut drauf. Ich hoffe, wir sind registriert. Ich hoffe, die Schranke geht jetzt auf. Muss ja, sonst hätte sie ja nicht gesagt, wir sollen durchfahren. So, fahren jetzt mal langsam an. Oh! Sie geht auf! Ja! Jetzt müssen wir mal kurz so gucken auf den Plan. So, ja. Wir fahren mal langsam, wir lassen die jetzt mal hier durch. Ach, wir sind ja schon gleich da, glaube ich. Warte mal, nicht so schnell. Ah, ich weiß schon wo. Warte mal, nicht so schnell, du müsstest. Warte mal, Hermann Lösweg. Ich glaube, du müsstest sogar hier rein. Hermann Lösweg, da fahren wir hier mal rein. Ja. Hermann Lösweg. Navi funktioniert. Und jetzt müsstest du. Oh, das sieht doch nett aus hier. Ist jetzt auch nicht so viel los? 318 müsste eigentlich um die Ecke sein. Aber warte mal, ich würde noch mal gucken, bevor du hier reinfährst. Wir gucken. Wir gucken mal. The next day. Stand up for your dream. All you gotta do is believe. Get back on your feet. Back on your feet. Stand up for your dream. Take what you need. Not the time to lose. You gave so much, you came so far. So, meine Lieben, wir sind fertig mit Aufbauen. Fertig mit unserer kleinen Runde, alles angeguckt, was es zum Angucken gab. Ja, der ist schon wieder begeistert. Er findet es wieder mein toll. Favorit. Also, ich bin sprachlos. Wahrscheinlich liegt es auch am Wetter, weil das Wetter jetzt endlich besser geworden ist. Und dann kriegt man ja auch bessere Laune. Nichtsdestotrotz erzählen wir euch so ein bisschen, was es hier alles zu sehen gibt. Im Endeffekt kriegt ihr ein Erlebnis für eher groß als eher klein. Obwohl klein auch mit Mikrofon heute ein bisschen was zu bieten hat. Aber jetzt nicht so viel Adventure-mäßig. Nee, das nicht, nein. Aber Spielplatz ist da und Hüpfburg, genau. Und sowas. Aber na, also, sehr in der Natur gelegen. Tolle Wanderwege gibt es drumherum. Ich kann kaum was sagen. Ich ein Platz, der wirklich sehr sauber gepflegt ist. Der auch der mit auch Liebe zum Detail. Holzelemente, total schön. Mietbaden. Von Herrenduschen. Ja, Schwimmteich nennen wir das. Sauna. Ja, Sauna. Könnt ihr alles benutzen, ist im Preis inklusive, ja, muss krieg, man jetzt nicht ja, drauf bezahlen. Ihr kriegt ja auch eine E-Mail, also 3 Tage davor oder kriegt ihr eine E-Mail und dann ist dann ja so ein kleiner Code, 4-stelliger Code mit einem Buchstabe noch hinterher, den könnt ihr eintippen und dann geht die Tür auf. Genau. Ja, also ja, das geht, überall ist es, also wenn ihr jetzt die Sauna besuchen möchtet oder den Schwimmbad oder den Schwimmteich, dann müsst ihr immer den Code eingeben. Aber ja, ihr müsst dafür nicht bezahlen. Das ist im Preis inklusive. Genau. Genau. Ihr könnt euch zusätzlich, wenn ihr wollt, eine schöne Massage buchen. Gibt es nämlich einen Wellness-Massagenbereich. Und da müsst ihr euch anmelden vorher. Preis steht alles drauf. Und dann könnt ihr euch das zusätzlich mieten. Es gibt auch, es gab Campingplatz zum Seehund. Und hier gibt es auch. Camperküche. Ja. Also, ne, wenn ihr keine Lust habt, hier im Wohnwagen oder draußen zu kommen, könnt ihr da hingehen. Das ist irgendwas, ne, hinzaubern. Sehr schön aus. Dann könnt ihr euch hinsetzen und essen. Aufenthaltsraum. Auch alles dahergerichtet, so wie es sein soll. Total sauber, alles also richtig sauber. Ey. Die Plätze sind riesig. Es also ist auch nicht viel los. Nein, ja? Schön ruhig. Wir haben jetzt Komfortplatz genommen.
Oh ja. Aber ich finde, irgendwie sind alle groß. Ja, es gab es ein paar Ecken. Also da war das, glaube ich, so 90, 100 Quadratmeter. Aber ansonsten, also die Plätze sind schon richtig schön, wo man... Wir haben kein Zelt. Wir haben zwar ein Zelt zu dem Wohnwagen, aber wir haben das zu Hause. Wir bauen das. Wir wollen kein Zelt haben, warum bin ich? Auch für Hundedusche. Ihr seht das, ich bin sprachlos. Ich überlege auch einen Tag zu verlängern. Also wir sind jetzt von Donnerstag bis Montag hier. Je nachdem, wie das Wetter sein wird. Ja. Wenn es regnet, ist das blöd. Dann glaub, muss man also, nicht verlängern. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe jetzt nicht reingeguckt. Ich glaube, für die Tage sind wir, also für die, sagen wir mal, für die 4 Tage, 3 Nächte, bezahlen wir 205 Euro. Alles drin. Also natürlich Waschmaschine, ganz wichtig. Ihr müsst bei der Waschmaschine, wenn ihr sie benutzt, nicht drin. Aber ihr müsst eine App runterladen und ne, die zieht ab, wie was für ein System ihr ne, benutzen möchtet. Und das zieht euch von der Bank-App. Ja, die haben hier nämlich auch, wo ich uns angemeldet habe, gleich gesagt, dass die bargeldlos hier operieren. Das heißt eigentlich alles mit EC-Karte oder halt jetzt wie hier mit dem Telefon per App, dass man sich dann Programm runterlädt und dann halt welche Maschine und dann lädt man das Konto auf und dann kann man waschen, seine Wäsche. 10 Kilometer ist Celle, Winsen, 1 Kilometer. Ich glaube, Rewe ist gleich in der Nähe. Rewe war 5 Minuten von hier entfernt. Oder, ja. Haben wir auch gleich eingekauft nochmal. Ja. Kommt hierher. Also wirklich, kann ich euch wieder empfehlen. Ja, nein, wirklich. Also, jetzt werden sie es bestimmt machen. Das war ja schon fast eine Drohung. Kommt her. So, meine Lieben. Schöne Grüße an Rolf, schöne Grüße an Solo Kai und alle, die kommentieren. Genau. Alle, die schön fleißig kommentieren, die schöne nette Kommentare schreiben, Infos, wie es bei denen ausschaut, was die gemacht haben, uns Tipps vielleicht noch geben, uns irgendwie so ein bisschen motivieren. Danke. Danke. Das macht echt Spaß. Und es werden immer mehr. Wir freuen uns über jeden. Also weiter gucken. So, wir lassen euch jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
We'll be right back.